Herzliches Willkommen zurück zu 7 Days to Die. Und damit auch eine weitere Folge auf unserem Sortiment. Und ja, was machen wir heute? Heute wollen wir einmal da drüben die Vorratskiste holen. Und dann wollen wir natürlich nochmal die nächste Quest erfüllen. Bringen die Vorräte zurück. Und wenn wir es dann schaffen, vielleicht eventuell die Vorräte auch noch zum Händler zu bringen. Und ja, ich werde dann nachher dann wieder mal ein bisschen looten zwischendurch. Das heißt, wir werden auch zwischendurch einfach mal ein bisschen Holz fällen, weil wir brauchen aktuell auch wieder Holz. So, ich habe nämlich an der Base ein bisschen weiter gebaut und ja, habe jetzt soweit den Boden fast fertig und habe auch schon die Wände von außen gezogen. Und ja, ich denke mal in der nächsten oder übernächsten Folge, mal gucken, wann wir das Ganze machen, werden wir auf jeden Fall den Innenraum gestalten. Ja, dachte ich mir zumindest mal so. Ja, mal gucken. Mal gucken, was dann auf uns noch zukommt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, vielleicht looten wir auch nächste Folge oder halt die nächsten Folgen. Ja. Ich habe auf jeden Fall noch einiges denn vor. So, wir haben hier natürlich jetzt Waffenteile. Und es ist mein sehr, sehr guten Gefallen viel Essen. Was mir jetzt sehr, sehr, sehr gut gefällt, weil wir brauchen nämlich viel, viel, viel Essen. So, mal gucken. So, das erlegen wir mal, das nehmen wir auf. Und das auch. So, also ich denke mal, wir haben jetzt erstmal genug gegessen. Da hinten ist auch schon die Quest, da laufen wir mal hin. Okay. Das Hund hat es nicht überlebt. Also was ich wirklich sagen muss, und das gefällt mir eigentlich sehr gut, dass man bei diesem Spiel auf jeden Fall keine Munitionsknappheit hat. Man bekommt relativ viel, viel Munition am Anfang schon. Wenn man dann nachher mit Waffen anfängt, ist es für einen umso leichter. Hier. Und ja, man muss dann nicht irgendwie sagen, oh, ich habe keine Munition mehr oder so. Und ja. Moment, ich muss mal kurz. Genau, so. Jetzt sehe ich auch hier was. So, kleiner Moment. Ja, ich muss da einmal mein Aufnahmeprogramm einfach mal kurz auf den Schirm bringen wieder, weil sonst hätte ich die Zeit nicht gesehen. Eisenschaufel, ja gut, nehmen wir mal mit. Weiß zwar nicht, ob uns das was bringt, aber naja, gut, egal. So. Schauen wir mal. Kommen wir hier irgendwie rein? Ist verschlossen. Kommt wahrscheinlich so rein, ne? So, mal gucken, was uns hier erwartet. Auf jeden Fall viel, viel zum Looten und ein Feuer sammeln wir schon, ne? Und das war ja leicht mit den Vorräten. Okay, komm.
Kommen hier noch irgendwo mehr Zombies oder so? Okay. Dann bauen wir mal hier Zement ab. Das brauchen wir auch. Gehen wir hier Stück für Stück durch. Jetzt müssen wir die ganzen Vorräte suchen hier. Nehmen wir auch mit. Stofffetzen nehmen wir auch mit. Das kann man auch mal gut gebrauchen. Also hier die Pflastersteine, die brauchen wir auf jeden Fall für unser Haus, dass wir das dann halt von Holz auf Stein machen. So haben wir natürlich dann auch gerade in der ersten Hordenacht die Möglichkeit, viel, viel zu schützen an unserer Base, weil Holz geht relativ fix kaputt. Deswegen umso eher wir die Chance haben, das alles verbessert zu bauen, machen wir das dann halt auch. Im Rucksack. Mal gucken, was hier drin liegt. Nitrat nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Kann man immer mal gebrauchen, auch wenn wir es gerade so viel überhand haben eigentlich. So. Hier haben wir jetzt natürlich Küste. Hier liegt bestimmt auch noch mal der ein oder andere richtig gute Loot drin. So, mal gucken, was liegt hier drin. Ui, eine Eisenspitzhacke. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Kann nicht schaden. So. Hier liegt nichts, ne? Nee, außer Müll.
So, dann hätten wir das schon mal erledigt. Dann kommen wir da sicherlich trotzdem noch irgendwie rauf. Ja, das schaut gut aus. So, jetzt müssen wir nur mal gucken. Okay. Nehmen wir mit, das lassen wir mal hier. Nehmen wir auch mit. Kürbis, okay. Okay, hier geht's wieder raus. Gut, dann werden wir hier, glaube ich, auch, sind wir hier, glaube ich, auch fertig. Aha. So, dann werden wir mal zurück zum Händler gehen. Zwischendurch auch noch mal ein bisschen Holz machen. Ja. Gucken wir mal, wie viel Holz wir jetzt mittlerweile haben. 45, okay. So. Stein nehmen wir mit auf. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt schon Folge 12 oder 13 ist. Oder sogar schon 14. Kein Plan. Hab das jetzt gar nicht auf dem Schirm. Das ist wieder so typisch für mich, ne? Total verpeilt.
Okay. Also ich weiß noch, auf den anderen Server, wo ich gespielt habe, habe ich irgendwie das geschafft, dass ich jetzt zwei Äxte bemottet hatte und beide dann irgendwann nachher so, beziehungsweise durch die zwei auch alle anderen Äxte so immer 50 Schritten gegangen sind. Das heißt, ich habe eigentlich nicht lange gebraucht, um Holz zu farmen. Ich weiß jetzt nicht, was ich da anders gemacht habe wie hier. Also ich vermute das ganz stark, dass ich von dem Mod hier, was ich jetzt hier habe, von dem hier, Holzsplitter-Mod, ich glaube, hatte ich auf einer Axt mehrere Dinge davon. Deswegen hatte ich, glaube ich, das hingekriegt, dass ich mit all meinen Äxten in 50er Schritte abbauen konnte, was für mich damals auf dem anderen Server, wo ich gespielt habe, sehr, sehr geil war, weil ich dadurch schneller Holz gefarmt habe und weniger Zeit wirklich investieren musste. So, jetzt haben wir eigentlich auch nicht mehr viel, bis wir beim Händler sind. Scheint ja momentan sehr ruhig zu sein hier. Die Ruhe vor dem Sturm. Und wir sind ja auch mittlerweile im Tag 10, das heißt, wir müssen uns auch langsam mal vorbereiten. Die Hütte von uns mal fertig bauen, langsam. Dass wir wirklich von außen ein bisschen gesicherter sind. Und dann schon mal anfangen, auch Fallen zu bauen. Das heißt, wir müssen uns demnächst auch mal ein bisschen mehr Zeit nehmen für das Looten von Holz, also für das Farmen vom Holz, besser gesagt. Und von Stein. Dass wir da halt auch genug Ressourcen haben. Ansonsten wird es knapp. Na, ansonsten kann das eine sehr lustige Horde-Nacht werden. Gut, ich sag mal so, es kommen in der ersten Horde-Nacht sowieso nicht viel, aber trotzdem. So, da sind wir wieder. Hello, traveler.
Don't spend it all in one place. So, Gefechte in der Stadt oder... Ja, machen wir das. So, hast du für uns denn noch was, was wir gebrauchen könnten, eventuell? So, hast du noch Aufgaben für uns? Kam eine Vorräte. We always need someone to handle. If you finish two more jobs this week, I will give you Employee of the Month. Okay, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle mal einen Cut. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Wenn ihr nochmal Verbesserungsvorschläge, Anregungen, Spielewünsche habt, dann schreibt es doch einfach unten in die Kommentare. Ich werde versuchen, dann an die Spiele ranzukommen, die ihr euch wünscht. Und dann gucken wir mal, ob wir sie als angesockt machen, ob wir als Let's Play-Projekt machen. Oder ob wir sie im Stream spielen. Falls ihr mich live sehen wollt, wie gesagt, bin ich einmal in der Woche auf YouTube online. Da werde ich wahrscheinlich aber so eher Multiplayer-Games zocken. Dann werde ich auch zwischendurch auf Twitch online sein oder beziehungsweise mehrmals online sein. Geplant sind so 2 bis 3 Mal in der Woche. Twitch-Link findet ihr auf jeden Fall in der Beschreibung, in der Videobeschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, freue ich mich auf das nächste Video oder auf den nächsten Stream, wenn ihr dabei seid. Und bis dahin, vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!